Ja, moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind heute mit der Künstlerin unterwegs und wir haben folgendes Setup dabei: Ruf der See, Totenschalter, Nurses Calling und Pain Resonance. Und ich würde mal sagen, wir legen einfach direkt los. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Runde. Gut, Leute, Larrys. Wow. Müsste man mal gucken, wie das so wird. Also, wir können hier so mal machen, dass wir den einen oder anderen Gen mal eben abchecken. Und niemanden mitbekommen. Bild. Wir trotzdem noch mal durchgehen. So, hier ist aber wirklich niemand. Dann. Fliegt, meine kleinen Kreaturen! Hier war jemand. Abgehauen? Ja, abgehauen. Okay. Da war sie. Hallo. So, wollen wir doch mal hinter ihr hinterher. Wer ist denn das? Die Mac? Nee. Talita. Link unterwegs. Aber alles gut. Ich glaube, da wäre sogar eine Palette gewesen, links, oder? Dann machen wir es so. Ich kann ja umboxen. Es muss nicht durch die Vögel passieren. Okay, erste Person liegt, erster Gen ist auch gemacht, man kennt's. Ich weiß jetzt gerade nicht, da wäre die Möglichkeit, an den Scourge zu kommen. Die versuche ich mal mitzunehmen. Bisschen ärgerlich jetzt trotzdem natürlich, dass der Generator durch ist, aber ihr habt gesehen, wir haben da sehr, sehr lange gewartet, bis wir sie erwischt haben. Ich werde mal rübergehen. Ella. Eingang scheint auf der Seite hier zu sein. Gut zu wissen. Hier ist nochmal niemand. Hat gerettet. Schick mal die Vögel rüber. Ah, hier an dem Generator war jetzt jemand. Der ist ein bisschen weggegangen zur Seite. Wie sind da noch? Okay, ja gut, komm. Wenn sie jetzt so sich im Weg stellt, dann werde ich auf sie gehen. Ich wollte eigentlich mir die andere snibbeln, aber hey. Wenn sie nicht möchte, oder wenn sie möchte, dann ist es halt so. Wer bin ich schon? Dass ich den Survivern hier vorschreibe, wie die zu spielen haben, oder? So, Splati am Boden. Und das da vorne ist, glaube ich, sogar wieder ein Skirchy. Schade. Hab die gar nicht gehört, die andere. Oh, schön in die Arme gerannt. Okay, aber der Generator ist natürlich leider trotzdem fähig geworden. Wie lange wird gespielt heute? Mal gucken. Ich wollte auf jeden Fall Meteor Maker nachher noch machen. Dementsprechend switchen wir wahrscheinlich noch im Laufe des Abends. Nice. Da sogar noch jemand getroffen wurde, nehme ich natürlich gerne mit. Wäre so schön, wenn er reingelaufen wäre. Ein Damage gemacht. Hat er den nächsten Hit? Er wird durchs Fenster gehen, oder? Ja. Okay, schön. Er liegt. Dann machen wir das hier kurz kaputt.
ins Ding ist gegangen? Ja. Let's go, mein Freund. Nächster Generator ist leider auch schon wieder fertig. Ein bisschen mehr hier mein Call of Brian auch mal nutzen. Da vorne sind sogar noch Spuren. Da war niemand. Aber hier war jemand, Leute. Der Jen ist auf jeden Fall zugegangen. Ist auch schon hier. Hallo, oh, sie ist es. Die ist tot. Dann gehen wir hinterher. Dann gehen wir hinterher. Die war mit Flink unterwegs, richtig? Ich glaube ja. Shit, aufs falsche Pferd gesetzt. Und jemand? War noch nicht mal die Mag. Und noch jemand, oder? Egal, ich sammle mal auf. Ein Problem weniger. Ich muss aber noch eine an Haken kriegen für meine Aufgabe. Hallo, Laura. Oh, schön. Leider sind die Gens zu weit auseinander. Ich glaube, ich gehe auf sie, weil ich sie noch nicht am Haken hatte. Nice. Ja, ist glaube ich besser. Skirchy? Warum nicht? Nehmen wir mit. Kriege ich wenigstens ein bisschen Regress auf den Gen drauf. So, oder ganz hinten. Falls da jemand dran ist, würde ich den auch gerne wegjagen. Da war niemand dran. Ja, ich werde trotzdem gegentreten und dann gehen wir aber nach da hinten. Die wird höchstwahrscheinlich am weitesten sein. Gehe ich mal von aus. Let's go! Hey, Memory, moin moin. Hey. Man da gewesen. Schön. War das sie nach rechts weggerannt ist? Oder was heißt sie? Das war der Jeff. Wahrscheinlich noch hier lang. Naja, guck mal. Hallo. Kayla rennt weiter. Sie sogar getroffen.
Setzen wir einmal schnell zurück. Oh, hier waren Spuren. Gens nicht so weit auseinander wären. Okay, ich werde hier auch nochmal gegentreten. Crazy, dass wir ihn da erwischt haben. Yes! Nice! Ihn sogar weggezimmert. Schön. Der da hinten ist jetzt angegangen? Crazy. Ich ehrlich bin jetzt noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass der so weit gewesen ist, nachdem ich da jetzt eben gegen getreten hatte. Adre hat er. Ich bin jetzt aber schnell gerettet. Hab ich jetzt noch gar nicht mit gerechnet, dass die da direkt abfahren. Da sind Spuren. Ich hab halt keine Ahnung, wem ich jetzt folge. Ah, da ist er. Gut. Sand. Dann packen wir sie nochmal an den Haken ran. Einfach an den hinten, wo der Jeff eben dran war. Oh, schau mal, da kommt sogar noch jemand. Ist die Person ja auch nicht am Ausgang. Was war denn jetzt ihr Gedankengang, dass ich sie da nicht gesehen habe? Also wie hätte ich sie denn da nicht sehen sollen? Nice. Die liegt auch nochmal. Sie ist jetzt leider erst dead on hook. Ist aber auch schön weit hinten dafür. Und er ist auch noch verletzt. Wer weiß, ob er jetzt überhaupt dann am Start ist und helfen geht. Doch geht er, okay. Oh, wir haben ihn auch getroffen. Komm schon, wenn die Krähen jetzt schnell genug wieder am Start sind. Da rennt er. Es war sie. Ärgerlich. Okay. Immer hinter ihr her. Machen sie schön vom Generator, vom Ausgang weg, geht das alles easy. Theoretisch wäre natürlich trotzdem jeder andere besser geeignet als sie, ne? Aber dafür kann ich sie in den Keller reinpacken. Weil die anderen sind ja beide dead on hook. Einer wird sterben, denke ich mal. Hallo, Knechti. Die haben geheilt. Könnte es gut sein, dass die hinten einfach noch stehen. Ja, Leute. Sehr geil. Schönes Ding. Okay, er geht retten. Das heißt, ich muss mich jetzt hier mega beeilen mit ihr, weil er... gut, nee, ich denke mal, ich werde da niemanden mehr erwischen. Könnte auf Krampf sie vielleicht. Vielleicht. Musste man gucken. Da wurde gerettet.
Versuch direkt Richtung Ausgang abzuschirmen hier. Da rennt jemand. Ist die Mac. Okay. Geil. Ja, die Taschenlampe darf ich nicht vergessen. Ja, siehst du wohl. Dritte Person sogar Donner erwischt. Eieiei, Schwein gehabt. Krass, obwohl ich die eine auch dann rausgetunnelt habe, war es ganz schön schnell dann hinten raus fertig mit dem einen Generator. Da habe ich echt noch nicht mit gerechnet gehabt. Was hat er denn hier jetzt? Wo rennt er hin, ist die Frage. Zu dem Ausgang oder nicht? Da ist er. Schade. Okay. War leider schon auf 99 hoch. Hallo Alu, moin moin. Willkommen im Stream. Hey Timo, Leute, grüßt euch. GG. Okay, Aufgabe ist fertig, das ist das Wichtigste. Und wir haben tatsächlich noch drei Leute erwischt, habe ich nicht mitgerechnet. Hashtag Believe, Leute. Arme Talita. Aber ey, ich muss sagen, das eine Mal ist sie auch uns reingerannt. Da war sie selber schuld und da wurde sie ja sogar noch von der Mac einmal gerettet. Also, ich denke, das geht in Ordnung, Leute. Da musste ich mich ganz schön auf den Hosenboden setzen, Leute, dass ich da noch drei Leute erwischt habe. Ey, ein bisschen reingeschwitzt, aber muss auch mal sein. Am Ende des Tages hat es dann ja gereicht. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, Leute. Falls es so ist, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.